Flüssiges Gold. Das ist es in der Tat. Motoröl sorgt nicht nur dafür, dass es richtig flutscht, es kümmert sich auch um die Kühlung, den Schutz vor Korrosion und die Reinigung. Hier ist ein echter Alleskönner am Werk. Das Angebot ist schier endlos. Mineralisch, teil- oder vollsynthetisch, dazu Leichtlauf, Longlife und spritsparend. Derzeit fällt es schwer, in Sachen Motoröl den Überblick zu behalten. Abenteuerauto liefert Antworten auf drängende Fragen zum Lebenselixier des Motors. Leute mit Durchblick findet man hier. Im größten unabhängigen Ölanalyselabor Europas füllt man dem Schmierstoff auf den Ölsumpf. Im oberbayerischen Brandenburg gehen täglich bis zu 1500 Ölproben ein und werden per Hightech untersucht. Viskosität, Anzahl und Art der metallischen Schwebeteilchen, nichts bleibt den Öldetektiven verborgen. Ich kann an dem Öl nicht nur sehen, ob es dem Öl selbst gut geht oder nicht, sondern auch eben den Organen der Maschine, den Zahnrädern, den Lagern und so weiter. Das heißt, ich kann über den Verschleiß, den Abrieb, kann ich im Öl feststellen und so weiß ich auch, wie geht es der Maschine. Rüdiger Krete muss es wissen. Seit über 15 Jahren betreibt er Spurensuche im Öl. Egal ob Kupfer, Chrom oder Nickel, er analysiert, woher es stammt und ob der Wert kritisch ist, genau wie der Arzt beim Bluttest. Der Experte weiß alles. Zum Beispiel, was bedeutet Viskosität beim Motoröl? Die Viskosität ist der wichtigste schmierungstechnische Einzelkennwert, den ein Öl überhaupt hat. Viskosität beschreibt die Zähflüssigkeit des Öls bei unterschiedlichen Temperaturen. Angegeben wird sie in der sogenannten SAE-Viskositätsklasse, ein geheimnisvoller Code, der groß auf jedem Ölgebinde steht. Das W bedeutet dabei Wintereignung. Je kleiner die Zahl ist, die vor dem W steht, umso besser ist die Wintereignung des Öles. Das heißt, das Öl ist bei tiefen Temperaturen dann dünnflüssiger und durchölt man den Motor schneller. Je höher die Zahl nach dem W ist, umso höher ist die Viskosität bei 100 Grad, wenn es also wirklich bei hohen Temperaturen um jeden Mikrometer Schmierfilmdicke geht zum Beispiel. Wer also seinen Edelsportler hart annimmt, für den ist ein vollsynthetisches 10W60 sicher eine gute Wahl. Aber welches Öl ist für meinen Motor das Richtige? Auskunft liefert die Betriebsanleitung. Der Fahrzeughersteller gibt hier klare Empfehlungen bezüglich der Viskosität. Aber hierzulande, wenn ich die klimatischen Verhältnisse mal hernehme, ein 10W40 zum Beispiel für ältere Motoren, preiswerte Öle, ist eine sehr gute Wahl. Und bei moderneren Autos würde ich durchaus ein 5W vorne sehen wollen, die meist dann in dem hinteren Bereich nicht mehr die 40 haben, sondern die 30, 5W30, 0W30. Ist da sicherlich eine gute Wahl. Der Grund? Sehr weite Spreizungen in der Viskosität lassen sich nur durch einen hohen Anteil an Zusatzstoffen, sogenannten Additiven, erreichen. Dadurch altert das Öl aber schneller. Aber wie verschiedene Motorölsorten eigentlich mischen? Mischbar sind sie alle. Ich muss nur darauf oder sollte darauf schauen, dass die Spezifikation erfüllt wird, die mein Motor braucht. Und dann kann ich die auch problemlos miteinander mischen. Das gilt zum Beispiel für mineralische und synthetische Öle, solange sie die sogenannte ACEA oder auch API-Spezifikation erfüllen. Ausschlaggebend sind hier die Freigaben der Hersteller. Wenn ich natürlich mal irgendwo bin und ich sehe, ich habe wirklich extrem zu wenig Öl, dann sollte ich auch nicht davor scheuen, ein ähnliches Öl dort zu verwenden. Das ist besser, als wenn ich mit zu wenig Öl fahre. Die Ausnahme bilden Autos mit Dieselpartikelfilter. Hier ist Spezialstoff gefragt. Diese Motorenöle haben dann einen deutlich niedrigeren Additivgehalt. Das Problem ist, wenn ich sage, ich nehme ein Öl mit höherem Additivgehalt, dass eben gerade diese metallbasischen Additive, die zink- und phosphorhaltig und calciumhaltig sind, dass die Oberfläche des Dieselpartikelfilters unwirksam machen können. Was ist nun besser? Billiges Mineralöl mit häufigem Wechsel oder teures Longlife-Öl? Ich selbst fahre im Jahr 50.000 Kilometer. Das sind für mich sehr lange Ölwechselintervalle, auch wirtschaftlich. Und bei der Vielfahrerei wird das Motorenöl auch ganz anders belastet, nämlich weniger belastet, als wenn ich immer Kaltstarts habe, wenn ich nur Kurzstreckenverkehr fahre. Teures Longlife-Öl rechnet sich nur bei hohen Jahreskilometerleistungen mit langen Wechselintervallen. Über 100 Euro für ein 5-Liter-Gebinde Longlife-Schmierstoff sind durchaus möglich. Je gleichmäßiger das Motoröl über lange Distanzen belastet wird, desto besser. Kurzstreckenverkehr ist dagegen Gift. Was nützt mir das Longlife-Öl, wenn ich sehr viel Kraftstoff drin habe durch den Kurzstreckenverkehr und Kondensat? Da ist es viel besser, dass man diese Verunreinigungen, die einfach nicht herauskommen, weil der Motor nie warm wird, dass man die beim Ölwechsel mit ablässt und sagt, Longlife ist nicht notwendig. Ein leidiges Thema. Warum wird das frische Öl nach dem Wechseln gleich wieder schwarz?
Es muss so sein. Wenn es nicht so wäre, dann müsste ich mir Gedanken machen. Immer das gleiche Spiel. Was zu Beginn noch aussieht wie Flüssighonig, wirkt schon nach wenigen hundert Kilometern wie ein Fall für die Altöltonne. Das frische Öl ist schon wieder dunkel, doch keine Sorge. Motorenöle haben reinigungswirksame Zusätze. Die sind dazu da, all das, was nicht öllöslich ist, Schlamm, Ruß, Wasser, kleinere Partikel, feinst verteilt in Schwebe zu halten, in den Filter zu tragen und beim Ölwechsel praktisch, dass der ganze Dreck mit rauskommt. Interessant auch die Frage, wie viel Öl darf ein Motor verbrauchen? Die Werte, die dazu in vielen Betriebsanleitungen stehen, muten an wie Zahlen aus längst vergangenen Zeiten. 1 Liter auf 1000 Kilometer? In diesem Fall wäre das Motorinnenleben nicht mehr in Ordnung. Typische Ölverbräuche liegen natürlich je nach Fahrweise durchaus in dem Bereich, dass man sagt, auf 5000 Kilometer vielleicht 1 Liter. Das sind Dinge, die mir eingehen würden. Aber auf 1000 Kilometer 1 Liter, da ist ja das Ölkaufen teurer als das Tanken. Und was bringt die Zukunft in Sachen Motoröl? Ob es den ölwechsellosen Motor geben wird, da habe ich so meine Zweifel, dass das in den nächsten 10 Jahren schon passieren wird. Die Ölwechselintervalle werden sich möglicherweise noch etwas verlängern. Der Grund dafür liegt in der Entwicklung neuer Hightech-Schmierstoffe und dem Ziel, den Zustand des Motoröls im Fahrzeug selbst besser zu kontrollieren. Ich gehe aber davon aus, dass auch hier die weitere Entwicklung von Sensoren auch dabei helfen wird, Öle noch besser zu überwachen. Und dann komme ich tatsächlich zu flexiblen Wechselintervallen, die meine Fahrbedingungen noch besser berücksichtigen als die heute. Noch mehr Experteninfo zum Motoröl unter auto.kabel1.de, damit der Griff ins Ölregal nicht zur Odyssee wird.